Das Autohaus Crown & Enders bietet Service, den Kunden erwarten. Modernste Konfigurationsmöglichkeiten lassen Sie vor Ort Ihr Wunschfahrzeug perfekt zusammenstellen und präsentieren. Unser kompetentes und erfahrenes Verkaufsteam berät Sie individuell bei der Wahl Ihres Wunschautos. Das Autohaus Crown & Enders heißt Sie in 8 Filialen in Hessen herzlich willkommen. Rund 500 Zuschauer wollen trotz starkem Wind und Regen das Topspiel der Woche der Lotto Hessenliga in Stadtallendorf sehen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist der Rasenplatz im Herrenwaldstadion jedoch unbespielbar. Deshalb findet die Partie zwischen der Eintracht Stadtallendorf und dem SC Hessen Dreieich auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz statt. Der Tabellenzweite aus Stadtallendorf kann mit einem Heimsieg auf 6 Punkte an den Tabellenführer aus Dreieich aufschließen. Das Team von Rudi Bommer hingegen kann seinen Vorsprung auf komfortable 12 Punkte ausbauen. Die Hausherren in Weiß befinden sich dementsprechend im Zugzwang. Den Anfang macht aber der Spitzenreiter aus Dreieich. Alban Lekai schiebt das Spielgerät auf Tino Lagator, der scheitert aber an Manuel Bachmeier. 11 Minuten dauert es, bis die Hausherren auch zu ihrer ersten wirklichen Torschance kommen. Gaudermann setzt sich gegen Loris Weiß durch, Daniel Vier steht frei, zieht jedoch über das Gehäuse. Bis zur 30. Spielminute passiert dann erst einmal nicht viel. Nico Opper hat das Leder und versucht es einfach mal aus der Distanz. Die Gastgeber sind wieder im Ballbesitz und erhöhen den Druck. Daniel Vier versucht es mit einem Fallrückzieher, der geht aber über das Gehäuse. Eckball Stadtallendorf. Solak führt aus und Dominik Völk köpft zum 1:0. Der 27-Jährige, der bereits seine dritte Saison für die Eintracht Stadtallendorf absolviert, erzielt in der 33. Spielminute das 1:0. Die Hausherren bleiben weiter dran. Del Angelo Williams ist am Ball, Maurice Paul ist aber einen Schritt schneller und kann klären. Wir sind in der 53. Spielminute. Lubisa Gafritsch springt am höchsten und nickt den Eckball von Josef Mokhtari zum 1:1 Ausgleichstreffer ein. Lubisa Gafritsch, der im vergangenen Sommer vom Aschaffenburger Schönbusch nach Hessen Dreieich wechselte, holt hier den wichtigen Ausgleichstreffer für den Tabellenführer. Die Gäste dominieren jetzt das Spiel und Tino Lagator hat hier den Führungstreffer schon auf dem Fuß, zögert aber einen Augenblick zu lange. 66. Spielminute. Freistoß für die Gastgeber. Daniel Vier legt in die Mitte und Dienler verwandelt. Da sind sie wieder, die Hausherren. Nach nur 13 Minuten gehen sie erneut in Front und sind dem wichtigen Heimsieg wieder ein Stück näher. Aber noch sind 20 Minuten zu spielen. Eckball Dreieich. Ali Kiel führt aus und wieder nickt Gafritsch ein. Dieses Mal mit dem 5. Saisontor zum 2:2 Ausgleichstreffer für den SC Hessen Dreieich. 2 Minuten sind noch zu spielen und beide Teams spielen immer noch voll auf Sieg. Die Gastgeber sind wieder im Ballbesitz und Laurin Vogt gelingt hier fast das Tor des Jahres, wenn er den bekommen hätte. So bleibt es beim 2:2 Unentschieden im heutigen Topspiel der Lotto Hessenliga.